So, der Rap ist vorbei und dann habe ich ja schon gesagt, kommt an dieser Stelle erst nochmal. Die Strophe vom Anfang. So, bis dahin. Und jetzt kommt der heutige Teil. Beziehungsweise... Ja, bis dahin. Auch wenn ich das jetzt umfangreich gespielt habe und das so aussieht, als schaffst du das niemals. Wir gehen das Ganze Stück für Stück an. Und zwar... die Einzeltöne sind da. So, und danach wird übrigens das aus dem vorletzten Video wiederholt. Also erstmal rechts B, A, G, F. B, A, G, A, G, F, D. Ja? Das ist der erste Überabschnitt nochmal. B, A, G, F. B, A, G, A, G, F, D. Nochmal. B, A, G, F. B, A, G, A, G, F, D. Nochmal. Ja, bis dahin. Und links ist das dann. Ich bring die linke Hand direkt mal zusammen erstmal bis dann. Das, die linke Hand spielt das, was du schon kennst, ne? G, B, B, S, B, B. Wir sind noch in dem Teil, wo das Schlagzeug dabei ist, ne? Deswegen. Langsam zusammen. G, B, B. Rechts, links. Also zusammen. Rechts, 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 links, links. Bis dahin und dann die rechte Hand hoch. F, G, B, C. Und dann kommt nämlich das, was du im vorletzten Video gelernt hast. Guck mal, ich spiele erst hier den kleinen Finger, gehe aber dann mit dem Daumen hoch zum C. Das hast du aus dem vorletzten Video gelernt. Also ich gehe hier hoch, das sind die neun Töne, diese drei. Das D ist von dem alten Teil, aber spiele ich hier noch mit dem kleinen Finger und erst dann zeigt sich die Hand zusammen, Daumen und hier wieder mit dem Zeigefinger, wie im vorletzten Video. Nur bis, und dann endet es auf dem B, nicht auf dem D. Okay, beide zusammen. Nämlich das Feeling ist das gleiche. Ja, genauso wie im vorletzten Video. Also gibt es hier gar nicht so viel Neues, sondern nur...
Ja, das ist das Einzige, was in diesem Video neu ist. Und deswegen zeige ich dir jetzt die umfangreiche Version. Wenn du möchtest, ja, wenn nicht, kannst du jetzt schon abschalten und kannst dir hier diese Sachen dich nochmal mehr damit beschäftigen, das gut einüben, das braucht natürlich ein bisschen. Pass auf, was ich hier gespielt habe, sind die Akkorde. B-Dur, links B, F, B und rechts D, F, B. Als nächstes F-Dur mit dem Basston A. A, F, A, C, F, A. Und dann G-Moll. Links das G und rechts B, D, G. Und dann B-Dur. Links B, B und rechts B, D, F. So, bis dahin, pass auf. B-Dur, F-Dur mit A im Bass, G-Moll, B-Dur. Nochmal. Das ist es, ne? Ich wiederhole es immer die ganze Zeit. Und rechte Hand dann nochmal. Obwohl kann man eigentlich das gleiche spielen. Und hier dann S-Dur. Also S, S, B, S, G. Hier der einzige Unterschied ist dieser hier. Und links halt der Bass von S. Und dann, hier das sind die Töne, die spiele ich jetzt natürlich mit anderen Fingern. Okay, ja, das wäre der heutige Teil und zwar die etwas einfache Version am Anfang und zum Schluss hier noch ein bisschen umfangreicher. Ich hoffe, dir macht es noch viel Spaß, finde es unglaublich cool, dass du noch dabei bist. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, vor allen Dingen über so eine lange Videoserie immer dabei zu bleiben, aber umso cooler, dass du noch immer dabei bist. Also daher vielen, vielen Dank und im nächsten Video... Ja, geht's weiter. Also erstmal werde ich dir dann noch den Ablauf ein bisschen vorstellen und dann gibt's letztendlich nur noch eine Bridge und dann sind wir schon komplett durch. Also bleibt dran, durchhalten, wir haben es fast geschafft. Bis dahin.